wenn ich doch nur mutiger wäre, wenn ich doch nur selbstbewusster wäre, wenn ich doch nur wüsste, dass sie mich schon mag, wenn ich mich doch nur trauen würde, wenn ich nicht so schüchtern wäre. Höchstwahrscheinlich traust du dich erst recht nicht, den nächsten Schritt zu wagen, ihr zu sagen, dass du sie elegant und wunderschön findest oder sie zu küssen. Diese Angst, die können Frauen riechen, völlig unterbewusst. Und dabei ist es total egal, ob er groß, klein, dick, dünn, Brille oder keine Brille hat. Und weil das so viele Männer falsch machen, bekommst du jetzt die drei Fehler, die sogar extrovertierte Männer oft machen. Erstens, sie trauen sich oft nicht, den nächsten Schritt zu machen. Diese Gedanken sind sehr häufig, auch bei extrovertierten Männern, zu beobachten. Viele meiner Kunden erzählen es mir ja immer wieder. Sie denken, sie müssten 100% wissen, dass die Frau sie auch mag. Aber dieses Wissen wirst du nie haben. Es geht darum, dich zu trauen, den nächsten Schritt zu machen. Egal, ob du Sicherheiten hast oder nicht. Und diese Zweifel, die haben Extrovertierte, als auch wir Schüchternen, sehr oft gemeinsam. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt und klick auf die Glocke, wenn du echte Verführung lernen möchtest. Zweitens, sie warten auf den richtigen Moment. Extrovertierte Männer als auch Introvertierte warten zu oft auf den richtigen Moment. Dabei weißt du ganz genau, wenn du tief in dich hineingehst, es gibt nicht den passenden Moment. Du erschaffst ihn, wenn du dich dafür entscheidest. Und im Nachhinein werdet ihr euch beide daran erinnern. Warte nicht. Worauf wartest du? Der verdammte Zug des Lebens fährt gerade ohne dich ab. Sie auf ein Date einzuladen, dich für deine Emotionen und für deine Bedürfnisse nicht zu schämen. Sie ehrlich und voller Unabhängigkeit auf ein Date einzuladen. Es wäre schön von dir, wenn du dich traust, sie zu küssen. Und es wäre wirklich schön von dir, wenn du mit ihr schläfst. Und drittens, sie verstehen Frauen nicht. Die ganze Welt der Frauen ist nicht nur für dich so undurchdringlich. Ich spreche regelmäßig mit so vielen Frauen, die mir sagen, ich kann Männer einfach nicht verstehen. Es ist für uns beide nicht einfach. Wir verstehen Frauen falsch. Frauen zeigen kein Interesse, obwohl sie Interesse haben. Wir haben komische Ängste, uns fehlt die Klarheit und wir sind uns oft einfach unsicher. Wir wurden alle verletzt. Wir sind alle manchmal desillusioniert und zweifeln daran, ob wir jemals einen Partner finden, der wirklich zu uns passt. Einen Partner, den wir auch lieben werden. Aber da geht es Frauen nicht anders als uns. Die meisten Männer würden lieber den sicheren Weg wählen und sich ihren Ängsten niemals stellen. So weit wie möglich von einem interessanten Gespräch mit dieser Frau zu sein. Und sich lieber in YouTube-Kommentaren aufhalten und sich beschweren, während die Mutigen sich ihr Glück erschaffen. Aber diese Unsicherheit ist nicht das Einzige, was dir begegnet, wenn du dich auf diese Reise begibst. Komische Situationen und knallharte Körbe kommen auch mal vor. Aber 80% der Zeit machen wir es uns selber zu schwer. Unsere Angst, uns der Unsicherheit zu stellen, der Gefahr, dass wir uns bestätigt fühlen werden, in der Sorge, dass wir nicht genug sind. Das kann demütigend sein, das kann schrecklich sein. Aber das ist okay. Das ist Teil des Prozesses. Das bedeutet es zu leben, sich zu verlieben, mutig zu sein, wieder zu lieben. Keiner ist auf die Welt gekommen und wusste, wie man einen anderen Menschen auf einer tiefen Ebene wirklich berührt. Die meisten Männer, die gut mit Frauen sind, haben es irgendwann entlang ihres Lebens lernen müssen. Sprich mit ihr. Bei der Arbeit, in der Uni, mit deinen Freunden, auf der Straße. Geh hin, lauf einfach los und den Rest regelt dein Instinkt. Wenn du meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest, dann tue ich das gerne. Das ist mein Job und ich liebe ihn. Klicke dazu hier für deine kostenlose Erstberatung. Ja, die Coaches, die gehen immer auf einen ein und sofort da. Man kann 1000 Fragen stellen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. So, bereits nach ungefähr 4 Wochen habe ich meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt glücklich zusammen bin.